Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Nicht, dass Sie glauben, ich hätte keinen Führerschein mehr, jetzt durch die tollen Tage, und müsste mit dem Bus kommen. Nein, den habe ich Ihnen mitgebracht hier nach Mainz, einen echten Berliner Doppeldeckerbus. Den können Sie heute Abend in unserem Fernsehflohmarkt Schnickschnack kaufen. Nicht nur den, ich zeige Ihnen, was alles noch, aber das drin bei uns im Studio. So, hier renne ich also durch unseren Vorraum. Jetzt bin ich im Studio. Herzlich willkommen zu unserem Fernsehflohmarkt Schnickschnack. Ich freue mich, dass Sie uns treu geblieben sind. Ja, und wie immer haben wir hier während dieser Sendung eine ganze Menge Kurioses, Originelles, Einzigartiges anzubieten. Wenn Sie Interesse daran haben, dann sollten Sie sich aber ganz dringend eine Telefonnummer notieren, unsere Studio-Telefonnummer, wenn Sie zum Beispiel diesen Bus da draußen kaufen wollen. Wenn der Ihnen gefällt und Sie sich irgendwas daraus bauen wollen, rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer. Das ist in Mainz, wie immer bei Schnickschnack, die 06131. Die 31031. So, dann kommen Sie hier bei uns in der Telefonredaktion an und da sitzen all die Eigentümer, da klingelt es schon, die Eigentümer der Gegenstände, die wir während der Sendung hier anzubieten haben, also unter anderem von diesem Bus, aber Sie werden gleich in der Sendung sehen, es gibt noch eine Menge anderer Sachen. Ja, und wie immer haben wir auch in der Sendung etwas zu tauschen, ein Tauschangebot. Vor 2 Jahren, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, hatten wir mal die Schimanski-Jacke von Götz George, die Tatort-Kommissarjacke, die er immer anhatte, zum Tauschen. Jetzt haben wir was Neues. Es wird spannend. Bei uns verstecken in der Requisitentüte. Hallo, schönen guten Abend, lieber Einbrecher. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Das ist doch nicht etwa wirklich... Doch, es ist. Das ist was? Das Original-Lindenstraßenschild. Also das, was eigentlich normalerweise jede Woche, jetzt seit 2, 3 Jahren, jede Woche zu sehen ist? Genau das ist es. Und so, das habt ihr abgemacht? Geschraubt. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben sie erkannt, wenn Sie Lindenstraße sehen und damit ja eigentlich zum Großteil der bundesdeutschen Bevölkerung zählen. Denn wie viele Zuschauer habt ihr? Also durchschnittlich 12 Millionen etwa. Das ist schon eine ganze Menge, es ist weitaus mehr leider als Schnickschnack noch. Ja, und da sieht man also dieses Schild, das finde ich ganz toll. Das sind die beiden Schildknechts, Vater und Sohn Schildknecht, der Rainer Vater Gänse. Vater und Sohn, ja. Vater und Tochter, um Gottes Willen. Entschuldige, vielleicht sollte man die Mütze mal abziehen. Na, okay. Da sieht man die schicken blonde Haare. Also doch, die Tochter. Ihr habt jetzt, das habe ich gelesen, ein Engagement für 2 weitere Jahre mindestens mal. Ja. So lange geht die Lindenstraße jetzt erstmal weiter. Also weitere 100 und wie viel Folgen? 52. Ja. Das Jahr 52 Wochen, das habe ich mir seitdem gemerkt. Ist das nicht schwer anstrengend? Ach, es geht. Macht immer wieder Spaß. Ja. Neue Regisseure, ja. Das heißt, man dreht ja auch jede Woche eigentlich, jetzt nicht immer alle Schauspieler, aber jede Woche eigentlich eine Folge. Mit allem. Also fürs Team ist es anstrengender als für uns, weil wir nicht jede Woche da sind, aber die sind ja wirklich jeden Tag dann da in der Woche. Aha. Ihr habt ja nur in der Lindenstraßengeschichte keine allzu rosigen Zeiten hinter euch. Werden die denn... Ich meine, wir wollen ja nicht allzu viel verraten, aber werden die denn einfach ein bisschen glücklicher für die Schildknechts? Schlimmer als vorher geht es ja auch nicht mehr, also das ist wahr. Kann nur noch besser werden. Doch, ich glaube, nach dem Niedergang wollen wir ein bisschen mehr vorwärts gehen.
So, und dieses Lindenstraßenschild, darum, liebe Zuschauer, geht's also. Das gibt's hier bei uns jetzt zu tauschen. Wenn Sie also Lindenstraßen-Fan sind, und das nehme ich ja an, dann sollten Sie uns irgendein originelles, interessantes Tauschangebot dafür machen. Irgendwas, was wir wiederum eintauschen und das in der nächsten Sendung dann wieder weiter vertauscht wird. Also, dieses Lindenstraßenschild mit, die sind noch nicht alle drauf, aber drauf kommen die ganzen Autogramme von allen Schauspielern der Lindenstraße. Wird sehr teuer. Wird sehr teuer werden. Ja. Unser Autogramm, klar. Mhm. Also, eure beiden, hoffe ich, habe ich schon im Kasten. Ja, ja, bestimmt. Ja, doch. Die restlichen, hoffe ich, kriegen wir noch drauf, ja. Und dann dieses Originalschild, wirklich abgeschraubt. Wir müssen nämlich leider eins dafür bezahlen und das wird auch anders aussehen. Ja, das soll ein bisschen wahrscheinlich plastischer sein als dieses. Ne? Ein richtiges Emailschild, ein richtiges Emailschild, ja. Das ist aus Blech. Ne? Na gut, also, wenn Sie uns also irgendetwas Interessantes, Lustiges, Schönes, Originelles für dieses Lindenstraßenschild anbieten wollen, dann jetzt eine andere Telefonnummer. Ganz wichtig, nur diese für die Tauschobjekte, das ist in Mainz 06131, dann die 302380. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein paar originelle Tauschangebote während der Sendung kriege. Ich danke euch recht herzlich. War ein tolles Mitbringsel. So, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Sammler in unserer Sendung. Ich darf Ihnen vorstellen den Herrn Koch aus der Eifel. Und der hat ein, wie man vielleicht hier ein bisschen sieht, recht feuriges Sammlerhobby. Herr Koch, ich habe es nicht glauben wollen, ich habe es in der Zeitung gelesen, Sie sammeln Briketts. Jawohl, ich sammle Briketts. Aber nicht, um gut über den Winter zu kommen? Nein, um Gottes Willen. Ist ja diesmal im Winter gar nicht so schwer gewesen. Nein, diesmal war es nicht so teuer wie vorher. Ja. Sondern, warum sammeln Sie Briketts? Ich sammle Briketts, um diese vorzustellen in meinem Lokal in Elsbach. Das sind besondere Briketts? Ja, das sind Sonderpressungen der Rheinbraun. Und da habe ich mittlerweile schon mit den Doppelten über 500 Stück zusammen hier bekommen. Ich habe... Sonderpressungen heißt, die drucken also in diesen Braunkohlenfirmen, drucken die irgend zu besonderen Jubiläen? So, Jubiläen, Jahreswechsel, Sportereignisse und so weiter und so fort. Mhm. Sie haben auch, sehe ich gerade mal hier, vielleicht zeigt das die Kamera. Mal, sieht das eine Kamera? Da steht... 50 Jahre UdSSR drauf, ein ja. Mini-Brikett allerdings. Ja, das ist aus der DDR. Die sind aber alle echt aus Kohle. Ja, sicher. Braunkohle, keine Steinkohle. Herr Koch, Sie haben gesagt, 500 haben Sie, Sie wollen aber noch mehr. Gibt es denn noch mehr? Ja, es gibt noch mehr, aber an alle dran zu kommen, das ist schlecht. Mhm. Während des Krieges sind ziemlich viele weggekommen und so weiter. Also so lange gibt es die auch schon, diese Sonderpressung? Ja, sicher, auf jeden Fall. Herr Koch, also wenn jemand noch welche hat, Sie hätten sie gerne? Ja, sicher, auf jeden Fall. Kann es denn sein, dass die auch noch irgendwo im Regal oder im Keller liegen? Das kann auch möglich sein. Gut, liebe Zuschauer, also, wenn Sie vielleicht einen solchen Brikett irgendwo haben, auf dem vorne irgendetwas Besonderes draufsteht, was haben wir hier? Dem Bergbau Schirme Gott, er gebe reichen Segen. Naja, wenn Sie also sowas Ähnliches haben, dann rufen Sie den Herrn Koch hier bei uns im Studio an. Er freut sich ganz bestimmt für das eine oder andere neue Exemplar für sein feuriges Hobby. Herzlichen Dank, Herr Koch. Ich darf noch meine Gäste in Erlsbach gründen und dem Theo sagen, er soll eine Runde auf mich kredenzen. Aha, Wunder. Schöne Grüße an den Theo in Erlsbach. Liebe Zuschauer, zu einer zweiten Sammlung, die ja fast genauso originell ist. Da habe ich hier den Herrn Wirz. Wussten Sie, dass es viele, viele, viele verschiedene Kartenspiele gibt? Herr Wirz, wie viel haben Sie mittlerweile? Gut 11.000 inzwischen. 11.000 verschiedene Kartenspiele. Deutsche Kartenspiele, komplette Spiele. Das sind Kartenspiele, die sich wodurch unterscheiden? Die unterscheiden sich sehr vielfältig, wie man sieht, allein durch die Aufmachung, durch die Farbe, durch das Muster, durch den Firmenaufdruck. Also es gibt eigentlich Hauptsache Werbekartenspiele? Nur Werbekartenspiele. Ja. Ich sammle nur Werbekartenspiele. Das heißt zur Dekoration, wie Sie hier sehen, auch einige ausgefallene Spiele, die nicht direkt Werbung sein müssen. Gibt es denn das schon lange, Kartenspiele, auf denen Werbeaufdrucke drauf sind? Ja, die gibt es seit etwa 1875. Da hat es ganz langsam angefangen, hat sich entwickelt und inzwischen gibt es in Deutschland kaum noch eine Firma, kaum noch einen Handwerker, möchte ich sagen, der nicht über Werbekartenspiele verfügt.